Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming. Heute ist wieder DFB-Pokal. Kommt der FC Bayern heute ins sozusagen ins in die nächste Runde? Da bin ich jetzt mal gespannt, Leute. So, Lewandowski kriegt heute mal eine kleine Pause für die erste Halbzeit. Und Rudi kommt rein für Gnabry. Und sonst bleibt alles so, wie es ist. Und ich bin gespannt, schafft der FC Bayern heute einen Sieg? Ich hoffe, dass wir heute wieder zu Null gewinnen. Weil wir brauchen wieder... Wir brauchen heute einen Sieg, ins nächste Runde des DFB-Pokals zu kommen, Leute. Weil wir wollen so wieder hinkriegen, dass wir um alle Titel kämpfen können. Das wäre halt mein Ziel. Die Meisterschaft, DFB-Pokal und natürlich Champions League war ja eigentlich, aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich nur Europa League sein. Nur, ist egal, Leute. Aber wir haben die Chance. Und heute brauchen wir zwei Tore, wäre wieder am besten. Zwei Tore und dann wäre hier wieder... Hoffen wir mal wieder ein bisschen Ruhe in Bayern, weil gegen Augsburg haben wir kurz vor Schluss ein Gegentor kassiert. Das hätte einfach nicht passieren dürfen. Es hätte nicht passieren dürfen. Das hätte einfach nicht passieren dürfen, Leute. Oh Mann, wo passen die Robben wieder hin, Alter? Oh, Robben waren Fehler, aber... Boah, Flanke. Ah. Eckball, einmal. Einwurf für den FC Bayern, gut. Manometer, wieder so ein glücklicher Ball für... Aber, Alter, das hätte auch schief gehen können, weil... Das hätte auch richtig schief gehen können. Aber es ist zum Glück ja nicht schief gegangen.
Erstmal weg die Pille. Ah, Pech, Alter. Pech, Pech, Pech. Aber es ging. Alter, vorsichtig spiele beinahe. Einfach ruhig spielen. Oh Mann, zu starker Ball, zu starker Ball. Kann da, wer holt heute sich eine gute schon? Für Darmstadt geht heute, es kann nur, für Darmstadt kann es nur glücklich sein, wenn sie gewinnen. Haben sie alle, sie ist eine super, können sie sich sagen, wow, wir haben eine gute Mannschaft geschlagen. Wenn sie verlieren, ist es Pech, aber sie können sagen, sie haben alles gegeben. Bayern kann mehr, verliert heute mehr, wenn sie verlieren, Bayern. Bayern kann heute mehr verlieren. Wenn sie verlieren, dann, oh Alter, dann ist in München Alarmstufe rot. Dann ist Alarmstufe rot. Aber Arturo Vidal ist da und macht das 1:0. Boah, wichtig ist 1:0 in der kurz vor Schluss der ersten Halbzeit. Bayern führt, aber gegen Augsburg war es ja eigentlich auch so. Hätten ja Bayern ja 8 geführt und am Ende der zweiten Hälfte hätten die dann einfach ein Tor kassiert, Bayern. Und das darf diesmal nichts passieren, weil sonst kannst Probleme, sonst alle ist wirklich, wenn für Darmstadt geht es heute um alles. Sie können nur für die gewinnen. Darmstadt kann nur gewinnen heute. Und Bayern, wenn Bayern heute verliert, alle, dann wird es hier richtig Alarmstufe langsam. Guck Leute, Alter. Alter, wie leicht die durchspielen werden, die Bayern.
Das ist doch nicht normal, oder Leute? Das ist doch nicht normal. Oh Mann, oh Meter. Oh Mann, wir kriegen, wir haben die Probleme mit Karl. Aber ich ver alle. Und es ist nicht mehr normal. Bayern, sie sind wieder. Oh, Alter, dieses. Es war nicht schlecht, aber irgendwie in letzter Zeit funktioniert es wieder überhaupt mit die Abwehr. Irgendwas stimmt mit der Abwehr überhaupt nicht mehr. Und das ist nicht normal mit der Abwehr. Das ist nämlich normal, das ist so ein Problem. Alter, schon wieder den Ball verloren. Und wieder allerlei Dingsfehler, alle. Alles kann doch echt nicht wahr sein. Warum läuft Bayern wieder? Es ist wieder so, in alten Muster kommen sie wieder zurück, in alten Muster. Ballverluste, Ball nicht richtig angenommen und so verliert man die Bälle halt. Das ist halt das große Problem, Leute. Boah, Alter, geht es ja. Und Bayern kämpft jetzt. Sie wissen, sie haben die Chance heute einrobben. Er ist nicht mehr der Einrobben, wie er mal war. Es ist nicht mehr der Einrobben, wie er mal vor ein, zwei Jahren war, Leute.
Oh Mann, hier wird's. Und Bayern macht jetzt zurück. Hauptmann, keiner in der Mitte. Alatsch, Martinez, du nimmst mal den Brust und nicht den Kopf, Alter. Alter Schwede, hier wird es jetzt spannend für Bayern. Also sie kommen dran, aber sie haben einfach Pech. Pech, Pech, Pech. Wir haben einfach Pech, Bayern, heute. Und alle, es sind 70 Minuten rum. Kann Bayern noch irgendwie noch hier noch ein 1 Tor schießen? Darmstadt, alle Champs müde, ausgepowert. Hätte er weiterlaufen lassen können, Schiedsrichter. Mann, warum lassen du nicht weiterlaufen? Darmstadt, aller Darmstadt kämpft hier um einen Sieg, Leute, um den. Ah, alle noch 8 Minuten ohne Nachspielzeit. Alter, Mann, zu nah an den Tor, Mann, leider. Junge, Junge, Darmstadt kämpft heute um ihr.
Es wird Verlängerung geben für bei Bayern gegen Darmstadt 98. Was viele gar nicht dachten. Abseits. Mann, das ist bitter für Bayern jetzt. Aber für Darmstadt geht's heute. Und es wird eine Verlängerung geben. Es gibt hier eine Verlängerung, weil Bayern wieder zu dämlich war. Alter, das Tor zu verhindern jetzt, oh Mann. Kann Bayern dieses Spiel noch irgendwie über... Alter, schafft Bayern hier... Schafft Bayern hier noch irgendwie, Alter... Kann Bayern die Blamage verhindern oder gibt es eine Überraschung von Darmstadt? Oder gibt es die Überraschung für Darmstadt 98? Jetzt all meinen jeder Ball. Alter, Lewandowski rettet den FC Bayern von der Blamage, wie es aussieht. Vor einer Blamage, Leute. Junge, Junge, hoffen wir mal, dass dieses Spiel diesmal jetzt wirklich zu wirklich jetzt überstehen, zu dass Bayern jetzt dieses Spiel gewinnt, aller Mann, oh Mann. Oder kann Darmstadt hier noch eine Überraschung machen? Die überrascht, das wäre natürlich... Es wäre bitter für Darmstadt, wenn sie verlieren den. Es wäre bitter für Darmstadt, wenn es wirklich das Spiel. Man kann sagen, die hätten hier eine Überraschung schaffen können. Weil Bayern hat keine Ideen. Bayern kriegt keine Ideen. Keine Ideen. Keine Ideen.
keine Ideen kriegen die Bayern. Man darf doch in einer Verlängerung darf man doch einen Spieler noch auswechseln, oder ist, hätten sie das noch nicht genommen? Hä, komisch. Kann Darmstadt hier noch eine Überraschung schaffen und ins dieses Spiel doch noch irgendwie ins Elfmeterschießen bringen? Oder kann Bayern jetzt das entscheidende dritte Tor schießen? Aber man merkt, Bayern ist. Man merkt Bayern an. Man merkt Bayern an, es wird hart. Darmstadt ist das bessere Team. Die haben einfach heute nichts. Heute gewinnt vielleicht nur die Mannschaft, die vielleicht Glück hat. Alter, jetzt erstmal Ruhe. Ruhe ins Spiel bringen. Guck mal, wieder einer einfach mal. Guck mal, da. Alter, das Spiel ist bald rum, hoffentlich. Hoffentlich ist das Spiel und das Spiel ist zu Ende. Der FC Bayern München erkämpft sich hier das Weiterkommen. Verdient war es, sag ich ehrlich, war es ehrlich gesagt. Bayern hat einfach nur den Willen am Ende gehabt, das Tor zu schießen. Und Darmstadt, bitter, bitter, dass es hätte hier das Elfmeterschießen verdient. Aber so ist Fußball. Fußball entscheidet sich erst, wenn der Schiedsrichter abpfeift und somit hat abgepfiffen und Darmstadt verliert leider das Spiel. Bayern kommt in die nächste Runde. Okay, Leverkusen ist weiter, Nürnberg ist weiter. Augsburg hat verloren gegen Nürnberg. Oha, alter Schwede. Aber jetzt sieht es gut aus für den FC Bayern. Jetzt tun wir noch ein bisschen Vorspule. Und Termin geändert. Preisgeld, haben wir wieder ein bisschen Geld gewonnen, ist auch immer wichtig. Jetzt haben sie mal ein bisschen Pause, die Bayern-Spieler. Ein bisschen hat Bayern nur ein bisschen Pause. Oh, mit ihrem beknackten Nachwuchs. Mit dem Nachwuchs. Das und ihr Nachwuchs, Alter, das ist ein bisschen nervig, finde ich, mit ihrem Nachwuchs, aber okay. Aber Leute, ich würde sagen, gegen Hamburg spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.